Ja, und im letzten Teil der Vorlesung soll es um das Testen von Softwareprodukten gehen, wie angekündigt. Das Marketing hat uns jetzt irgendwas versprochen, wir können all diese tollen Features und jetzt haben die Entwickler sich ins Zeug gelegt und haben das zum Beispiel alles mit Präprozessoren entwickelt. Und die Frage ist, funktioniert das nachher alles auch? Ja? Und funktionieren diese ganzen Produkte auch so wie gewünscht? Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher angucken, wie man dabei vorgehen kann. Und zunächst erstmal die simpelste Idee, die man haben kann, ist, naja, also ich entwickle jetzt eben sehr viele Produkte meiner Produktlinie und ich teste einfach jedes Produkt einzeln. Und wenn wir uns das jetzt angucken, in unserem kleinen Beispiel mit der Datenbank, hatten wir da vorhin schon mal herausgefunden, dass es eben 26 gültige Konfigurationen gibt, wenn ich mich hier nicht verzählt habe. Und an dem kleinen Beispiel ist es vielleicht noch denkbar, dass wir die alle irgendwie einzeln den Präprozessor drüber laufen lassen, wenn sie mit Präprozessoren entwickelt wurden oder bei Plugins eben das Framework mit den Plugins so zusammenstellen und dann unsere Tests darauf ausführen. Aber natürlich, also das sind hier 26 gültige Konfigurationen und wenn ich jetzt ein optionales Feature hinzufüge, dann sind es irgendwie nochmal doppelt so viele. Also sehen schon, das explodiert irgendwie relativ schnell. Und große Systeme in der Praxis haben vielleicht da einfach zu viele Konfigurationen. Das heißt, wie gehen wir da vor oder wann ist das möglich? Erstmal, prinzipiell ist das Testen von allen Konfigurationen, von allen Produkten, ja, Konfigurationen als das, was ich ausgewählt habe und das Produkt, was ich daraus generieren kann, eben das Testen von allen Produkten ist nur möglich bei einer kleinen Produktlinie, wo es relativ wenige solche Konfigurationen gibt. In jedem Falle haben wir irgendwie redundanten Testaufwand. Ja, also ihr erinnert vielleicht euch vielleicht auch dran, wir haben ja so über Whitebox- und Blackbox-Tests gesprochen und auch da wollen wir natürlich möglichst Redundanzen vermeiden und immer andere Fälle abdecken und gerade beim Blackbox-Testen hat man eben besprochen, dass man ja irgendwie sich so Bereiche schafft und in denen irgendwie testet oder dann einen repräsentativen Wert nimmt. Und so ähnlich haben wir das gleiche Problem hier auch. Ja. Wir können nicht alles testen aus Sicht der Eingaben, weil wir eben vielleicht unendlich viele Eingaben haben. Das haben wir in der Testvorlesung schon besprochen und hier haben wir das Problem, dass es vielleicht sehr viele Konfigurationen gibt. Bei großen Produktlinien haben wir das Problem, dass wir vielleicht nicht mal alle Konfigurationen generieren und kompilieren können. Oder noch eine Stufe schärfer ist, dass die Anzahl dieser Konfigurationen noch nicht mal bestimmbar ist. Ja, also dass ich weder die Konfigurationen auflisten kann, noch Produkte dafür generieren kann und kompilieren kann, was ja vielleicht ein paar Minuten oder beim Linux-Kernel sogar mehrere Stunden dauern kann, wenn ich den kompiliere, kann es also sein, zum Beispiel bei Linux, wissen wir gar nicht, wie viele Konfigurationen es überhaupt gibt. Ja? Und das wissen wir nicht für die aktuellen Linux-Versionen und das wissen wir aber auch nicht für den Linux-Kernel von vor 15 oder 20 Jahren. Das sind einfach so immens große Zahlen, dass wir das nicht mal berechnen können und erst recht ist dann das Testen von all diesen Konfigurationen einzeln nicht denkbar. Gut, also Testen von allen Konfigurationen in der Praxis meist nicht anwendbar. Was machen wir jetzt? Nun sagen wir einfach, gut, dann testen wir halt eine Konfiguration. Da ist die Frage, welche nehmen wir da? Naja, und vielleicht ist es da gut, eine zu nehmen, wo irgendwie schon mal relativ viel Code drin ist, wo relativ viele Features drin sind, weil wenn wir den Code von einem Feature gar nicht mit drin haben, dann können wir auch keine Fehler da drin finden. Und jetzt könnten wir halt überlegen, ne, hier sind mal zwei markiert, die in Rot, das wäre eben die eine möglichst große Konfiguration, wo möglichst viele Features drin sind, aber mit Windows. Und in der fehlt aber Unix. Und jetzt ist eine andere noch blau markiert, das wäre das gleiche Pendant dazu mit Unix, aber ohne Windows. Und wir sehen an der Stelle schon, es gibt vielleicht gar nicht die eine Konfiguration, mit der wir irgendwie alles abtesten können. Ja, weil sich Sachen eben ausschließen, weil wir vielleicht Alternativen haben. Zunächst zu den Vorteilen. Es ist anwendbar auf große Produktlinien, weil eine Konfiguration testen würde eben super funktionieren. Und wir haben aus dem Gesichtspunkt der Konfigurierbarkeit der Features haben wir erstmal keinen redundanten Testaufwand. Natürlich haben wir vielleicht Testfälle, die wir ausführen, die in irgendeiner Form redundant sind. Das könnte durchaus noch sein. Ja, und tatsächlich hier schon, das Beispiel hatte ich schon, dass wir eben bei Windows und Unix das eben nicht in eine Konfiguration bekommen können. Und ein viel größeres Problem noch als all diese Probleme, die ich schon genannt habe, ist, dass wir Feature-Interaktionen haben können. Was sind jetzt Feature-Interaktionen? Eine Feature-Interaktion ist erstmal, dass Features in Isolation funktionieren, aber nicht in Kombination. Ja, das heißt,
Ich habe vielleicht zwei Sachen implementiert und wenn ich das eine teste, funktioniert es, und wenn ich das andere teste, funktioniert es, und wenn ich beide zusammenbringe, dann kracht's. Ein Beispiel dafür, ja, wir sind im Bereich Hausautomatisierung, es gibt so ein Gebäude, das Gebäude soll geschützt werden vor Feuer, vor Wasser. So, relativ einfach, ja, das heißt, wir haben eine Brandschutzanlage, wo Sprenkleranlagen angehen, sobald eben eine gewisse Temperatur oder sobald Rauch erscheint, wird eben das Feuer gelöscht. Und wir haben ein anderes System vielleicht auch verbaut, ja, weil Wasser kann ja auch viel Schaden machen, dass wir eben so eine Flood Control haben. Das heißt, wir bekommen mit, wenn irgendwo ein Rohrbruch ist oder ähnliches, dann würde eben Alarm geschlagen werden und eventuell sogar automatisiert das Wasser abgeschaltet. Ihr könnt da mal kurz drüber nachdenken und das Video vielleicht pausieren und überlegen, was da so schief gehen könnte. Ich löse es jetzt auf. Und zwar an der Stelle, wenn es jetzt brennt und ich habe diese beiden Sachen installiert, dann wird es sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass eben Feuer erkannt wird, das Löschen beginnt, dann wird am Boden Wasser erkannt, das Löschen wird wieder abgeschaltet und das Haus brennt nieder. Ja, und da sehen wir, das ist so ein typisches Beispiel für eine Feature-Interaktion, aber da gibt es noch viel mehr Beispiele und ich würde euch auch nachher noch bitten, da könnt ihr schon mal so parallel ein bisschen drüber nachdenken, was ihr selber vielleicht schon für Beispiele miterlebt habt. Gut, da gibt es verschiedene Arten von Interaktionen, die sehen wir gleich noch ein bisschen etwas detaillierter, nämlich eine paarweise Interaktion, das heißt, wenn nur zwei Features interagieren, ja, das Beispiel von dem Löschen und der Wasserabschaltung. Das sind eben zwei Features, die irgendwie interagieren. Und sowas ist aber auch denkbar zwischen mehr als zwei. Und dann reden wir von den sogenannten T-weisen Interaktionen oder eben T-wise Interactions. Und das kann dann eben auch sozusagen, ja, können eben zwei oder mehr sein. Tatsächlich sehen wir das dann nachher auch noch, was das jetzt bedeutet, wenn wir für T gleich 1 einsetzen. Gut, jetzt wollen wir uns das angucken und zwar machen wir uns das jetzt zunutze. Ja, also diese beiden Strategien, die wir uns angesehen haben, funktionieren beide nicht. Wir können nicht alle Konfigurationen testen und eine testen reicht auch nicht. Also brauchen wir irgendwie eine andere Art der Abdeckung. Wir brauchen irgendwas dazwischen. Wir wollen irgendwie eine Teilmenge der Konfigurationen testen und die Teilmenge soll so gewählt sein, dass sie eben möglichst viele Fehler findet. Und dazu folgende Annahme, ja, es gibt eben im sogenannten Pairwise Interaction Testing, ja, also wir haben diese paarweisen Interaktionen, zwei Features interagieren miteinander. Das Beispiel Get und Put, ja, wenn ich Get und Put in unserer Datenbank zusammenwähle, dann kommt es zu einem Fehler. Und jetzt möchte ich Konfigurationen so auswählen, dass ich dieses Get und Put zumindest einmal sehe. Ja, und da können wir jetzt reingucken in unser Beispiel, können uns all die Konfigurationen angucken. In der Praxis würde man das nicht machen, weil wir können die gar nicht alle generieren, aber das ist für euch zum Illustrieren, dass ich diese eine blaue Konfiguration hernehmen kann und diese ganzen roten kann ich mir aus dem Gesichtspunkt Get und Put zumindest sparen. Ja, also die Interaktion ist in acht Konfigurationen drin und von diesen acht muss ich eigentlich nur eine testen. Jetzt ist das die Sicht auf eine Konfiguration und jetzt ist eben noch, müssen wir da ein bisschen weiterdenken und überlegen, wie können wir uns das jetzt zunutze machen. Wir müssen also irgendwie Konfigurationen so auswählen, eine Teilmenge der Konfigurationen, eine Teilmenge der Kombinationen der Features eben, sodass wir alle paarweisen Interaktionen abdecken. Und da reden wir eben von der sogenannten paarweisen Interaktionsabdeckung oder eben Pairwise Interaction Coverage. So, das ist tatsächlich anwendbar auf große Produktlinien. Wir werden das auch nachher noch mal ein bisschen sehen. Das dauert vielleicht eine Weile, sowas zu berechnen. Da sehen wir nachher noch Zeiten dazu. Wir haben auf jeden Fall schon mal reduzierten Testaufwand, wenn wir das vergleichen zu dem alle Konfigurationen testen, was sowieso nicht anwendbar ist bei großen Produktlinien. Und wir haben jetzt plötzlich eine Garantie, dass wir mindestens alle paarweisen Interaktionen irgendwie finden können. Das bedeutet natürlich immer noch, dass ich einen guten Testfall brauche. Ja, wir hatten in der Testvorlesung, habe ich euch Beispiele gezeigt, wo wir einen Testfall haben und JUnit zeigt nachher grün an und trotzdem ist noch ein Fehler drin. Wir haben keine Garantie, dass wir alle Fehler finden. Wir haben aber die Garantie, dass wenn wir einen Testfall haben, der diesen Fehler finden kann, dass wir eine Konfiguration dabei haben, in der dieser Fehler auch gefunden werden kann, zumindest wenn es eine paarweise Interaktion ist. Ja, wenn es eine Interaktion ist zwischen drei oder mehr Features, dann kommen wir da noch nicht hin.
Tatsächlich ist es relativ schwierig, solche Mengen zu berechnen. Dafür gibt es Algorithmen, die kann man einfach drauf loswerfen. Das reicht sozusagen hier für uns. Wen das mehr interessiert, der kann da auch noch bei uns gern weitere Veranstaltungen später besuchen im Studium. An der Stelle müssen wir noch mal ein bisschen genauer werden. Was sind jetzt eigentlich alles paarweise Interaktionen? Und das, was wir jetzt gesehen hatten mit im Feuerlöschen und Überschwemmungsschutz oder Schutz vor Wasserschäden. Da haben wir eine klassische Interaktion, wo sozusagen, wenn beide zusammengewählt sind, dann kracht es. Ja, da funktioniert irgendwas nicht. Und jetzt gibt es aber noch andere Arten der Interaktionen, nämlich es kann auch passieren, dass das Problem eintritt, wenn keins von den beiden da ist. Ein Beispiel könnte sein, ihr habt den Code und ihr initialisiert was in A, ihr initialisiert es in B und wenn A und B nicht gewählt sind, dann greift ihr auf eine Variable zu, die nicht initialisiert wurde und dann habt ihr vielleicht eine Null-Pointer-Exception. Und genauso kann man die Beispiele natürlich konstruieren mit sozusagen ein Feature nicht gewählt und das andere gewählt und das eine gewählt und das andere nicht gewählt. Und wenn ihr nochmal so ein bisschen zurückdenkt an die letzten Teil der Vorlesung, da hat man den Präprozessor, da haben wir auch so einen Else-Fall dabei. Ne, und dadurch kann man auch relativ viele solche Fälle konstruieren. Das heißt, wenn wir zwei Features haben, gibt es vier mögliche Interaktionen prinzipieller Natur. Es kann natürlich auch einfach sein, dass es zwei verschiedene Fehler gibt, die in verschiedenen Testfällen für A und B auftauchen. Aber erstmal diese vier Arten von Interaktionen und die wollen wir jetzt alle abdecken. Und da ist eben die Frage, wie können wir das machen? So, was wir dafür machen, wenn wir jetzt so Konfigurationen, wenn wir jetzt diese ganzen Paare erstmal aufstellen wollen im ersten Schritt und sagen wollen, was müssen wir eigentlich abdecken, dann würden wir erstmal ungültige Kombinationen ausschließen. Das heißt, Windows und Unix zusammen zu wählen, wäre in unserem Beispiel relativ belanglos, weil in keiner gültigen Konfiguration kann das zusammen auftauchen. Die abstrakten Features können wir hier auch ignorieren, ja, API und OS, ob das gerade gewählt ist oder nicht. Ist sozusagen unerheblich für uns. Und dann können wir noch Features ignorieren, die in jeder Konfiguration sind. Ich muss jetzt Base nicht einmal Base und Get und Base und nicht Get und nicht Base und Get und nicht Base und nicht Get. Ja, diese vier Kombinationen, die kann ich quasi ignorieren, weil Base sowieso immer da ist. Ja? Dazwischen kann gar keine paarweise Interaktion insofern auftreten, als dass ich die irgendwie extra abdecken müsste, sondern die haben wir sowieso schon mit abgedeckt. Und jetzt können wir die ganzen Paarungen aufstellen. Das habe ich hier mal ein bisschen systematisch gemacht, nämlich in jeder Zeile habe ich mir immer ein paar von zwei solchen Features ausgesucht und habe alle vier möglichen Interaktionen aufgeschrieben. Und wir sehen, so ein paar Features fehlen da. Ja, wenn ihr euch auf den Folien das später nochmal anguckt und auf der linken Seite ein bisschen vergleicht, die abstrakten Features fehlen da. Und wir sehen in der letzten Zeile, da gibt es nur zwei Interaktionen, paarweise Interaktionen, nämlich die Features weighted und nicht weighted, Verzeihung, Windows und Unix, die können sozusagen ja nicht zusammengewählt werden und ich kann auch nicht sagen, ich möchte keins von den beiden haben. Eins von den beiden muss ja immer da sein mit der Alternative und deswegen haben wir auch nur diese zwei Paare. Das Interessante ist jetzt, wenn wir uns jetzt angucken in Schwarz, konzentrieren wir uns erstmal auf den schwarzen Teil, da sehen wir jetzt, dass diese eine Konfiguration tatsächlich in jeder Zeile was abdeckt. Ja, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil eins von diesen Paaren muss auf jeden Fall abgedeckt werden. In der Praxis ist es allerdings so, dass jetzt vier Konfigurationen leider nicht ausreichen. Wir haben jetzt hier mal die in blau markierte Konfiguration und da sehen wir, dass jetzt neue Paare abgedeckt werden. Ja, das könnt ihr euch gerne nochmal auch auf Pause stellen, das Video nochmal nachvollziehen. Und dann kann man eben weitergehen und mit jeder weiteren Konfiguration kommen immer wieder Paare hinzu, die wir eben abdecken. Und in Schwarz sind hier die, die wir quasi schon vorher irgendwann abgedeckt haben. Ja, und dann sehen wir halt, dass mit jeder weiteren Konfiguration deckt man wieder was ab und die letzte deckt dann eben noch die letzten paarweisen Kombinationen oder Interaktionen ab. Und interessant ist, dass eben von unseren 26 Konfigurationen reichen nämlich sogar sechs Konfigurationen, um hier alle paarweisen Interaktionen abzudecken. Und wir gucken uns das auch gleich nochmal an, wie das so bei größeren Produktlinien aussieht, beziehungsweise wie groß diese Konfigurationsmengen oder diese Teilmengen sein müssen.
Bevor wir das tun, nochmal die Generalisierung. Ich habe schon angedeutet, es gibt nicht nur Interaktionen zwischen zwei Features, sondern auch zwischen mehr Features. Und da gibt es eben die Generalisierung des T-Wise-Interaction-Testings, wo man eben über das T angibt, welchen Grad der Interaktion will man mit abdecken. Und diese T-Wise-Coverage sagt eben, naja, T-Wise, jede der möglichen T-Wise-Interactions wird eben von mindestens einer Konfession abgedeckt. Ja, dann haben wir diese T-Wise-Coverage. Und jetzt die Frage, was habe ich für T von Wert? Das fängt sozusagen bei 1 an und kann beliebig groß werden, eine ganze Zahl. Und ich kann an der Stelle sagen, möchte ich eben T gleich 1, T gleich 2 oder T gleich 3. T gleich 2 haben wir eben schon kennengelernt als Pairwise-Interaction-Coverage. Das heißt, das kennt er jetzt schon. T gleich 1 bedeutet, naja, jedes Feature muss einmal gewählt sein und einmal nicht gewählt. Ja, das ist sozusagen relativ einfach. Da haben wir eben nicht Paare, die wir bauen müssen, sondern man könnte sich eben vorstellen, ihr schreibt alle Features untereinander und ihr guckt, ob jedes einmal gewählt und einmal nicht gewählt war. Und T gleich 3 habe ich hier mal mitgebracht, die 8 möglichen Paarungen, nämlich 2 hoch 3, die hier möglich sind bei den Features Get, Put und Delete von unserer Datenbank, weil die Features eben völlig unabhängig voneinander sind. Ja? Deswegen eben diese 8 Paarungen, wo wir eben alles Mögliche sozusagen durchspielen können und durchspielen müssen, um alle Interaktionen abzudecken. Auch da wäre es wieder denkbar, ja, wenn wir jetzt eins dieser drei Symbole durch das T ersetzen, dann haben wir vielleicht wieder Fälle, die rausfallen und haben vielleicht wieder bloß noch 5 oder 6 mögliche Interaktionen, die wir irgendwie abdecken müssen. An der Stelle verzichte ich darauf, das weiter auf den Folien durchzuspielen. Das könnt ihr euch selbst nochmal überlegen, aber das wären natürlich schnell sehr viele Interaktionen und eine lange Liste, die man dann bearbeiten muss und dafür Konfessionen erstellen muss. Und jetzt ist die Frage, also warum überhaupt das mit diesem T? Was soll das alles? Thomas, erklär uns das. Ja, erkläre ich euch. Und zwar, je größer dieses T ist, desto mehr Fehler kann ich finden. Ja, weil wenn ich das T so groß wähle, dass es der Anzahl der Features entspricht, ja, also bei Linux wären das irgendwie 20.000 inzwischen, so circa. Wenn ich das T auf 20.000 setze, dann kann ich alle Fehler finden. Gesetzt den Fall, dass ich ordentliche Testfälle dafür habe. Wenn ich das T allerdings kleiner wähle, dann bedeutet es, dass ich vielleicht nicht alle Fehler finde. Ich habe aber auch weniger Testaufwand. Das heißt, ich habe so einen Trade-off und kann jetzt das T dafür benutzen, um zu sagen, ja, entweder kann ich sagen, wie viel Zeit habe ich dann? Ja, ich habe vielleicht 2 Wochen noch Zeit, dann muss das ausgeliefert werden. Das heißt, ich gucke, was ich in den 2 Wochen testen kann und probiere mal T gleich 1 zu testen oder T gleich 2 passt vielleicht noch rein, T gleich 3 nicht mehr. Und andersrum kann man auch sagen, es ist ein sicherheitskritisches System und da gibt es sozusagen, müssen wir garantieren, dass wir bis T gleich 6 irgendwie alles abgedeckt haben und dann muss man eben entsprechend mehr Testaufwand reinstecken. Das werden wir gleich sehen. Da hat man meist mehr Konfigurationen, die man testen muss, deswegen mehr Aufwand und aber auch eine höhere Coverage. Und hier gibt es so ein paar Systeme, die jetzt so stellvertretend sind, die einfach zeigen, in verschiedenen Domänen hat man das gleiche Phänomen festgestellt und das ist nicht, lässt sich nicht in einfachen Zahlen, jetzt kann man nicht sagen, man findet mit T gleich 1 die Hälfte der Fehler. Ja, wir sehen, ein paar Systeme sind es weniger als die Hälfte, ein paar sind es mehr als die Hälfte. Aber was wir in dem Beispiel sehen, dass wir mit T gleich 6 in diesen Systemen alle Fehler finden konnten, während mit den kleineren T sozusagen immer weniger Prozent der Fehler gefunden wurden, weil eben bestimmte Interaktionen zwischen 4 oder 5 Features vielleicht mit drin sein können aus Versehen, aber wir haben keine Garantie. Gut, da machen wir gleich weiter und das gucken wir uns gleich nochmal auch aus der praktischen Perspektive an. Ja, und das Problem mit solchen Optimierungen und solchen Algorithmen ist natürlich irgendwie, die brauchen selbst auch Zeit und wir gucken uns deswegen jetzt auch mal an, wie lange brauche ich eigentlich, um solche Samples zu berechnen, solche Mengen, Timing von diesen Konfigurationen und kann man das wirklich in der Praxis sozusagen einsetzen und natürlich kann ich nicht meine 2 Wochen damit verbringen, diese Konfigurationen zu bestimmen, weil dann ist eben der Test die restliche Zeit fürs Testen
schon flöten. Das heißt, wir gucken uns das jetzt mal an und hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das sind ganz triviale Feature-Modelle, wo einfach 8 Features optional unter der Wurzel hängen. Das heißt, alles kann beliebig verwendet werden, um das ein bisschen einfacher zu halten. Und hier sehen wir, dass die paarweisen Sample, ne, mit t gleich 2, dass die deutlich kleiner sind als die Anzahl der gültigen Konfektionen. Ja, das heißt, die steigen am Anfang relativ stark mit an, weil klar, wenn ich 4 Konfektionen habe von den 2 Features, dann kann ich irgendwie nichts einsparen. Aber wir sehen, dass wir nachher, es bleibt auch nicht bei diesen 4 Konfektionen, sondern wir brauchen eben häufig irgendwie mehr, zum Beispiel 10 Konfektionen. Und dazu noch, das ist berechnet mit einer Heuristik. Diese Heuristik, der Algorithmus heißt ICPL. Und das kann natürlich sein, dass es sozusagen im Einzelfall noch einen kleineren Sample gibt, aber das ist das, was man praktisch halt gut berechnen kann. Und jetzt können wir nochmal anders drauf gucken, nämlich eine Besonderheit von diesem ICPL ist, dass es eben dieses T-Wise unterstützt, dass man eben damit sagen kann, für welches T möchte ich das berechnen. Und hier sehen wir es an der Stelle, dass T gleich 1, das braucht 2 Konversionen und das ist egal, wie viele optionale Features ich da noch hinzufüge, weil es reichen 2 Konversionen, nämlich eine, wo ich nichts wähle und die andere, wo ich alles wähle und plötzlich habe ich t gleich 1 Abdeckung. Geht natürlich bei anderen Feature-Modellen vielleicht nicht. Ja? Wenn ihr euch so Alternativen aus 3 Features vorstellt, dann brauche ich wenigstens schon mal 3 Konversionen, um das alles abzudecken. Und hier sehen wir auch, okay, das steigt schon ein bisschen an und das sind höhere Werte und da sehen wir eben diesen Trade-off. Ja? Sozusagen, ich kann brauche einfach mehr Konversionen, ich habe dann mehr Testaufwand, habe aber eben auch eine höhere Abdeckungsgarantie. So, und jetzt nochmal zur Erinnerung. Ich hatte vorhin schon über Linux gesprochen und da können wir eben dann auch gucken, was bedeutet das jetzt für Linux? Und da gucken wir uns, auch hier gucken wir aktuell gerade schon auf eine etwas ältere Version, die jetzt, ich glaube, so gut 10 Jahre alt ist. Und die Frage ist, wie funktionieren diese Algorithmen da drauf? Und in dem Beispiel sehen wir jetzt, naja, es gibt hier verschiedene Systeme von so knapp 300 Features bis eben hier 7000 Features. Und da sehen wir auch, es ist eine ältere Variante von Linux. Da brauchen wir irgendwie schon 9 Stunden, um das zu berechnen. Und nachher kommen da 480 Konfigurationen raus. Ja, dass ihr dann so eine Vorstellung habt für die Größenordnung. Und ihr seht, dass es durchaus einen Unterschied jeweils macht, ob t gleich 1 oder t gleich 2. Und hier nochmal in dem zweiten Grafik sozusagen, wie viele Konfigurationen brauchen wir da? Und an der Stelle sehen wir eben, dass es so und so viele. Hier sehen wir auch, die Version ist von 2009 von Linux, wo wir eben allein schon 480 Konfigurationen testen müssen. Und da muss man sagen, diese 9 Stunden sind weniger denkbar bei jedem Commit in Linux, als auch die 480 Konfigurationen zu testen, ist nicht denkbar bei jedem einzelnen Commit. Bei Linux wären so 50 oder 100 verschiedene Konfigurationen für jeden Commit durchgespielt und getestet, allerdings nicht noch viel mehr. Und es ist zu erwarten, dass mit heutigen Linux-Versionen, die deutlich größer sind, es da noch mehr Testaufwand gäbe. Und dazu möchte ich den Vorlesungsteil abschließen mit einer etwas anderen Sicht darauf, nämlich wenn wir jetzt wissen, dass Features interagieren, dass wir Testaufwand haben, dann kann man auch nochmal anders drüber nachdenken, welche Features sind eigentlich sinnvoll. Und da finde ich von John Ferguson Smart diese Abbildung, weiß nicht, ob die direkt von ihm war, aber zumindest von ihm im Netz verbreitet, mit diesen 3 Sachen, was hat sich irgendjemand gewünscht, was wurde tatsächlich ausgeliefert, was ist also mein Produkt und was wird gebraucht. Und im Idealfall liegen die 3 Mengen natürlich total übereinander. Ja, das alles, wo jemand nachgefragt hat, alles, was sie braucht, wurde auch tatsächlich gebraucht und wurde auch ausgeliefert. Tatsächlich ist es aber in der Praxis oft nicht so. Selbst Kunden fragen irgendwie Sachen an und stellen dann nachher fest, okay, das brauche ich vielleicht doch nicht. Und ganz viel ist vielleicht was so ein Word oder Betriebssystem irgendwie mitbringt, was vielleicht gar keiner braucht. Und andersrum gibt es quasi eben einen gewissen Teil, was eben irgendwie eine Opportunity ist, irgendwas, was eigentlich gebraucht wird und was man eben nicht hinzufügt. Das heißt, die Kernaussage von dem Bild ist, man sollte an der Stelle immer kritisch überlegen, wenn man was Neues hinzufügt zu einem System, ein neues Feature, wird es wirklich gebraucht? Ist das wirklich Teil von diesem Business Value? Ja? Gut, und ein anderer Blick darauf ist noch, John Carmack ist bekannt für Entwicklung von Videospielen und hat auch selber eine Firma gegründet und ist bekannt für dieses Zitat, was ich euch kurz lesen lasse.
Und das Interessante an der Stelle ist, dass es gar nicht mal so interessant ist, einfach wenig Features zu haben, sondern er sagt, es kommt darauf an, welche Features ihr habt. Ja? Wählt diese Features aus, die nicht miteinander in Konflikt stehen, sondern implementiert eher das, was einfach gut zusammen funktioniert und was ihr gut umsetzen könnt. Und das zeigt sozusagen auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Es kommt nicht auf die reine Anzahl an der Features, die ich irgendwie habe in meiner Produktlinie. Es kommt nicht nur darauf an, welche ich wähle, sondern auch, ob diese Features sich gegenseitig behakeln oder nicht. Und dieses Fight each other kann man sozusagen übersetzen als, dass sie miteinander interagieren, dass ich mich irgendwie darum kümmern muss, dass die auch zusammen funktionieren. Gut, und ich möchte damit abschließen. Ein anderer Blick darauf ist auch nochmal, dass Produktlinien tatsächlich wachsen, typischerweise über die Zeit. Es werden nicht weniger Features, sondern eher mehr Features. Und an der Stelle muss man sich eben kritisch fragen, ob der Linux-Kernel von 2005 bis 2015 wirklich auf das Dreifache seiner Konfiguration ansteigen musste, nämlich von etwa 5000 zu etwa 15.000 Features. Und jetzt hatte ich gerade tatsächlich noch einen Versprecher drin. Das heißt nicht, dass wir das Dreifache von Konfigurationen haben, sondern das heißt, die Anzahl der Konfigurationen, die kann sowieso keiner mehr berechnen. Ja? Die ist außerhalb dessen, was man aktuell zumindest nach aktuellem Forschungsstand berechnen kann. Aber allein die Feature-Anzahl hat sich verdreifacht in diesem Zeitraum. Und das ist eben die Frage, ob da nicht auch Sachen irgendwie drin gelandet sind als Feature, die eben nicht dieses Business Value haben. Und das muss man eben sozusagen kritisch im Einzelfall betrachten. In dem Teil der Vorlesung haben wir über das Testen von Produktlinien gesprochen. Wir haben uns angeguckt, wie kann man jetzt testen? Alle Konfigurationen geht meist nicht, eine Konfiguration reicht meist nicht. Wir haben Feature-Interaktionen und dafür gibt es eben das sogenannte Combinatorial-Interaction-Testen. Wir wenden die Kombinatorik an und gucken uns eben paarweise oder teilweise Interaktionen an. Und dann haben wir eben verschiedene Sachen, die gegenläufig sind. Und die Begriffe habe ich vielleicht noch nicht so ganz benutzt, aber das könnt ihr nochmal so ein bisschen rekapitulieren, nämlich Sample Coverage. Wie effektiv ist das Ganze? Ja, also schaffe ich alle paarweisen Interaktionen oder sogar noch mehr? Die Sample Size, also wie groß ist mein Sample? Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie schnell ich bin mit dem Testen. Ja, weil ich, wenn ich mehr Konfigurationen testen muss und dafür alle möglichen Tests ausführe, dann brauche ich eben mehr Aufwand. Und dann gibt es eben noch die Zeit, um den Sample überhaupt erstmal zu berechnen. Ja, weil wenn ich 2 Stunden habe, um das zu testen und ich brauche 9 Stunden, um den Pairwise Sample zu berechnen, dann reicht eben die Performance da an der Stelle auch nicht. Gut. Und an der Stelle, ich habe es schon angekündigt, sollt ihr mal darüber nachdenken, welche Arten der Feature-Interaktion kennt ihr? Und ich gebe euch noch ein Beispiel an der Stelle mit. Nämlich habe ich mal eine App installiert zum Babysitten. Das heißt, man hat legt sein Telefon einfach neben das Kind. Das kriegt mit, wenn Geräusche sind. Und wenn länger als 5 Sekunden Geräusche sind, dann ruft es einen an. Schöne App, hat super funktioniert. Jetzt hatte ich aber noch eine andere App und diese App hat ein Update bekommen, nämlich die Skype-App. Was hat die Skype-App nach dem Update gemacht? Die hat einfach bei jedem Anruf vorher gefragt, ob man den Anruf mit der Skype-App durchführen möchte oder nicht. Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass das Kind da lag, hat geschrien, die App hat versucht, mich anzurufen und hing in diesem Dialog fest, der von Skype kam. Und ich meine, das zeigt quasi, dass Interaktionen sehr breit sind. Das können zwischen Plugins sein in eurem Browser, das kann sein, dass verschiedene Apps sich behakeln. Und ich würde es schön finden, wenn wir da eine Liste haben, was ihr so an Interaktionen, was euch schon begegnet ist und was sozusagen aus eurer Sicht kritisch war. Und vielleicht auch ein bisschen Reflexion, wie man mit denen umgehen könnte. Ist aber kein Muss, es reichen uns erstmal die Beispiele. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß damit.